Zum Abschluss sei mir noch mal ein persönliches Wort gestattet an die Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen. Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie hinter uns und wir haben im ambulanten und stationären Sektor unglaublich viele Patienten behandelt. Das sind jetzt knapp 600.000 Krankenhauspatienten in 2 Jahren. Davon waren 150.000 auf den Intensivstationen. Der größte Teil davon war beatmet. Die Hälfte der beatmeten Patienten ist verstorben. Wir haben extrem viel Leid gesehen in den letzten 2 Jahren. Und ich glaube, davor kann man nur den Hut ziehen und sich nur tief verneigen vor dieser Leistung, die die Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen erbracht haben. Und ich glaube, es gebührt auch dem Respekt vor dieser Leistung, dass wir das Schiff jetzt für die nächsten Wochen auf Kurs halten. Und ich glaube, da ist wirklich viel Licht am Ende des Tunnels. Aber ich glaube, den Kurs, den brauchen wir jetzt noch für einen gewissen Zeitraum.